Hallo und willkommen in Spanien, wo in wenigen Minuten das MotoGP-Rennen um den großen Preis von Jerez de la Frontera beginnt. Wir sehen zwar seit Stunden eine dichte Bewölkung, aber laut Wetterbericht der Rennleitung dürfen wir auf trockene Verhältnisse hoffen. Wir gehen rüber zur Startaufstellung, während die Kameras uns die Fahrer in der Konzentrationsphase vor dem Start zeigen. Noch ein paar Augenblicke bis zum Start des Grand Prix von Spanien. Die Fahrer wissen genau, dass es extrem wichtig ist, die erste Kurve gut zu erwischen.
zur Party auf dem Podium schalten, schauen wir uns noch schnell das Endergebnis der MotoGP-Klasse an.
schauen uns noch schnell das MotoGP-Endergebnis an, ehe wir zur Siegerehrung schalten. Obwohl er heute nicht gewinnen konnte, war das eine großartige Darbietung. Der Applaus von Team und Fans ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Podiumsplatz ist mehr wert denn je, denn die MotoGP hatte noch nie so viele gleichwertige Fahrer zur selben Zeit. Sie waren heute oben auf und haben sich das Feiern redlich verdient. Das Niveau der Meisterschaft steigt stetig und die Kontinuität in Bezug auf die Ergebnisse ist das Geheimnis einer erfolgreichen Saison.